In diesem Video zeigen wir, wie man die Fenstereinstellungen exportieren kann und sie einem anderen Nutzer weitergeben. Das kann man mit Hilfe der Snapshot- oder Chartfenstermusterspeicherung machen. Snapshot speichert alle Diagrammfenstereinstellungen, Linien und Limitsets. Im Setup-Menü speichern wir den Snapshot. Und im MarketWatch-Fenster gehen wir zum Bereich Export-Import-Template und wählen wir den Snapshot aus. Zusätzlich kann man den Limit und Limit-Volume-Fixing-Sets exportieren. Klicken wir auf unseren Snapshot und auf die Taste Export. Dann kann man diese Datei einem anderen Benutzer senden. Der andere User speichert diese Datei auf seinem Computer und kann dann im MarketWatch Setup Export Import Template diesen Snapshot importieren. Klicken wir auf Import und wählen wir die Datei aus der Liste. Dieser Snapshot erscheint in jedem Fenster. Öffnen wir einen neuen Chart. Setup Load Snapshot. Da sehen wir den exportierten Snapshot. Da wird das Chartfenster mit denselben Einstellungen geöffnet wie der importierte Diagrammfenstermuster. Jetzt holen wir das Fenster aus dem Snapshot. Setup. Beseitigen wir den Haken vom unabhängigen Fenster Independent Mode, wozu man den Independent Mode Modus und den Snapshot braucht und wie sie benutzt werden, erzählen wir in einem anderen Video. Der Link steht in der Beschreibung. Wenn Sie noch Fragen über Einstellungen exportieren und importieren haben, bitte wenden Sie sich an unseren technischen Support. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag.